Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von RimWorld. Wir erwarten eine Kältewelle, ja, und haben gerade hier den Ausbruchversuch von Zach verhindert. Es ist nicht zu glauben, der Bursche lernt es nie. Wir werben ihn an, wir warten ab und bereiten uns auf die Kältewelle vor. Viel Spaß mit dieser Folge. So. Das mal ausmachen, das mal anmachen, am besten gleich beide. Ah, warten wir erstmal ab. Erstmal nur ein. So. Dann einmal hier einschalten. Einmal hier einschalten. Ausschalten. Und einschalten bei den Tieren auch. Ausschalten, 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 einschalten, einschalten. Und hier auch. Okay. Und auch hier müssen wir dann, ne, einmal aus und einmal an. So. Gut. Hier müssen wir natürlich auch sofort überall die Heizung anschalten. Sonst wäre das echt übel, würde das wirklich übel werden. So. Minus 4 Grad haben wir nämlich schon draußen. Okay, Heizung ist überall an. Temperatur eben schauen. Ah, hier wird es langsam wärmer. Ja, das ist okay. Hier wird es auch wärmer. Okay. Wie sieht es hier aus? Ja, hier müssen wir auch noch anschalten. Und hier auch. Auch hier. Und da. Die Heizung hier. Die stellen wir mal dahin. Und dann bauen wir aber Temperatur. Hier noch eine Lüftung hin. Dann kriegt man hier nämlich auch noch die warme Luft von da drüben mit. Dann haben wir hier so eine Zirkulation. So, damit wir auch wirklich eine Zirkulation haben. Eine Beruhigung für die Frauen. Die Besuchergruppe ist weg. Und wer hat jetzt schon wieder was? Eine Wundinfektion? Zach. Naja, gut. So oft, wie der sich schon verletzt hat oder bei irgendwelchen diversen Ausbrüchen verletzt hat,
kein Wunder. Kriegen wir aber in den Griff. So. Anwerben haben wir eingestellt, bei ihm auch. Wunderbar. Wie viel Grad haben wir hier? Ah, es könnte schon noch ein bisschen wärmer sein. Machen wir da auch mal die Heizung noch an. Ja. Ich glaube, bei 20 Grad schläft es sich dann doch besser. Ne? Gut. Temperaturmäßig bin ich soweit zufrieden. Ja. Alles so, wie es sein soll eigentlich. Das ist völlig in Ordnung so. Und zack ist jetzt unser neuer Rekrut. Gleich mal auf Pause gehen. Der kriegt dann hier das Bett. Das wird zack. Okay. Und als erstes schauen wir mal. Ja. Aber nur, ne, also wenn es denn unbedingt sein muss. Ansonsten eigentlich nicht. Da haben wir andere, die sind doch deutlich besser. Aufsehen muss er auch nicht. Tierpflege hat er auch nichts mit der Mut. Hier darf er butschern, wie alle anderen auch. Mehr aber auch nicht. Jagen. Ja, da muss ich jetzt mal eben schauen, was die Bio sagt. Fernkampf 4. Ja, also jagen. Warte mal, er macht hier 1. Leute, ich habe die bauen können, das gibt's gar nicht. Dekonstruieren. Das machen sie beide. Machen sie alle. Guck mal hier, die sind auch noch besser und aber er hat 2. Ich kann ihm das nicht verwehren. Na? Dann nehmen wir lieber hier mal noch einen raus. Hier Risa oder so, wer auch immer. Auf keinen Fall, er ist unser super Ingenieur. Wer hat denn noch? Pass auf, Risa, du kriegst es mal auf 2 oder auf 3. So, nicht ganz rausnehmen, aber die macht so viel. Da ist es also nicht schlimm, wenn er das übernimmt. Harvest, ja, auf 3 lassen. Feldarbeit auch auf 3. Bergbau. Ja, kannst du ruhig machen. Obwohl, wir lassen das mal bei ihm raus. Drogen ist ja nicht gut genug für Feldarbeit, Waldarbeit. Ja, weil die anderen, ne? Weil wir die auf 2 haben, macht er das auch. Fabrikation, da ist er auf jeden Fall dabei, das kann er. Und ja, hier packen wir ihn dann auch rein auf 1. Kunst auch, aber Kunst habe ich eh, mache ich eh nie. Stonecut 2, Handwerk 1, Laden muss er gar nichts. Reinigen. Bei ihm auf 2. Und forschen auf 2. Okay. Beschränkungen. Zach ist ein ganz normaler. Arbeitet zu ganz normalen Zeiten. Zuweisung, Winter. Keine Drogen. Angreifen. Normale Kräutermedizin. Fertig. Ne?
Okay, wo ist er? Jawohl, er legt sich erstmal wieder hin und lässt sich noch weiter pflegen. Was auch richtig ist. Ja, gleich kommt neu nach. Ja, dauert nicht mal lang. Sehr schön. Ach, wird die Jade jetzt hier endlich mal abgebaut? Schau an. Da fällt mir ein, Zach braucht aber noch eine Waffe. Und zwar ein Repetiergewehr. Sehr schön. So kriegen sie alle nach und nach ihr Repetiergewehr. Das finde ich ganz hervorragend. Also wenn wir dann angegriffen werden, können wir uns wirklich gut verteidigen. Natürlich müssen wir uns auch in dem Bereich noch weiterentwickeln, aber dafür brauchen wir halt Forschung. Es dauert noch ein bisschen. Boah, minus 12, minus 11 Grad. Es ist ziemlich kalt, ne? Erdbeeren sind gut, wunderbar. Der Mais braucht noch ein bisschen was. Die Kartoffeln brauchen auch noch ein bisschen. Der Teufelskernpilz ist bald soweit. Sehr schön. Dann werden wir erstmal hier anfangen, das alles trocken zu legen, sobald wir hiermit durch sind. Wir machen doch Entwässerung, ne? Genau. Effizientere Batterien. Okay. Nein, Strom. From Steam Vents in Lava Fields. Okay, das nützt so gar nichts. Effizientere Batterien. Okay. Brauchen wir auch wieder zwei Stahl. Gut, dann versuchen wir das mal aus. Ich lass mich mal überraschen. Wir machen das mal aus. Ich bin ja immer für Experimente zu haben. Was ist der Vorteil jetzt bei diesem? Steht jetzt hier nicht. Baut die dreimal hier ab. Oder die vier. Minus 23 Grad. Okay. Das ist echt eine Kältewelle. Wir müssen hier die zweite Heizung einschalten. Komischerweise nicht, aber hier.
Was haben wir jetzt? Waschbär, okay. Ein Waschbär ist verrückt geworden. Naja, soll er mal kommen. Haben wir noch ein bisschen Frischfleisch? Ist ja nicht verkehrt, ne? Also können wir auch mit leben. So, sag ich doch. So. Freigeben müssen wir nicht. Die sind weg. Dann bauen wir mal jetzt die effizienteren Batterien hier hin. Und lassen uns mal überraschen. Ich meine, Bauteile haben wir genug. Wir haben 54 Stück. Die werden wahrscheinlich mehr speichern, vermute ich mal. Wir haben jetzt hier 600 Wattstunden, die dort gespeichert werden. Und das werden da einfach mehr mit Energie sein. Was ja nicht verkehrt ist. So, Zach braucht noch eine Mütze. Ja, 1000 Watt. Das ist okay. Oh, und Per macht sauber. Ja, hervorragend. Mach mal weiter. Hättest ruhig weitermachen können. Der Kälteeinbruch ist vorbei. Wunderbar, dann können wir die hier wieder ausmachen. Das können wir alles soweit anlassen ansonsten. Nicht schon wieder eine Belagerung. Oh, ich hasse Belagerungen, ehrlich. Die Sache ist immer noch ziemlich kaputt, ja. Es ist immer schlecht. Gucken. Cool. Ausrüsten. Gucken, wo die sich aufbauen. So, pass auf, wir warten da gar nicht lange. Weil Belagerungen sind echt scheiße. Ich werde auch mal zwischenspeichern. So, ich habe kurz zwischengesprochen.
So, ich habe kurz zwischengespeichert. Na, man kann ja nie wissen, weil so eine Belagerung, die ist echt immer ein bisschen heikel. Und da kannst du komplett ausgelöscht werden. Den Zach, den lassen wir hier. So, alle mal da sammeln. Naja, dachte ich mir. Dachte ich mir. Dahin. Risa. Dahin. Sakura. Dahin. Per. Dahin. Nicole. Erstmal dahin. Und dann haben wir noch die Mia. Die geht mal dahin. Auf ihn. Jetzt muss ich schauen. 7 Stunden, 4 Stunden, 24. Xandy. Okay, Xandy ist am schlimmsten dran. Per Xandy retten. Mia, Henna retten. Erik. Sakura retten. Was ist das? Ach, das sind nur die Meisterfolgen, ist ja Quatsch. Okay. Ja. Ist ja selber angeschlagen, ne? Ja, der geht's ja noch ganz gut. Mia. Behandeln. Okay, die holt auch schon Zeug. Nee, das kann er nicht. Okay, dann Risa retten.
die hat noch 22 Stunden, okay. Lisa hat nur noch 5. Wow, ich sag ja, Belagerungen sind scheiße. Diese von uns. Wie geht's um Per? Per hat selber auch nur noch 10 Stunden. Ist auch nicht so berauscht dran. Moment mal. Okay, mir priorisieren. Boah, mach hin. Ja, sieht gut aus. Da ist alles okay, super. Verwirrung bei Per ist scheiße. Erik, Risa retten. Ach so, nee, dann rette retten. Eieieiei. Zack. Risa retten. Zack. Oh, jetzt rennt er durch die Gegend und ist verwirrt. Oh Gott. Noch 18 Stunden, die sind alle versorgt. Okay. Was mit mir? Ist soweit versorgt? Stopp. Per. Klar, zack. Ist die versorgt? Die ist versorgt. Zack. Per retten. Meine Fresse. Klar, Wundinfektion ist ja logisch bei Risa und Nicole. Ist aber auch nicht so schlimm, das kriegen wir auch behandelt. Das macht er gut, dass wir den Erik haben. Ey. Meine Fresse. So, zack, du kriegst mal eben. Du bist ja da ganz gut drin. Eine andere Priorität. Was macht er jetzt? Hä? Okay. Ja, ich dachte, der würde jetzt irgendjemanden heilen oder so, aber mein Gott, dann eben nicht. Boah, ja gut, Leute. Ihr seht also, ne? Überfälle sind scheiße, habe ich ja schon immer gesagt. Ihr habt jetzt gesehen, warum. Ich sag trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge sehen wir dann, ob wir unser Lazarett hier irgendwie in den Griff kriegen. Ich bin ja davon da guter Dinge. Geheilt oder behandelt sind soweit ja jetzt alle. Wenn man im Moment nur mit, ja, wenn man nicht nur den Zack und den Erik, der richtig einsatzbereit ist. Nicole geht auch noch einigermaßen, aber der Rest, naja. So sieht das aus mit den Belagerungen. Ja, da müssen wir uns noch ein bisschen was einfallen lassen. Da müssen wir noch erheblich besser werden, was den Kampf anbelangt. Und was auch die Waffen anbelangt und alles.
Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao. Euer Alien.